Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und heute zeige ich euch mal, wie das Laptock von HP mit dem Elite X3 funktioniert. Also, bei dem HP Laptock handelt es sich um ein Zusatzgerät für das Continuum-Feature von Windows 10 Mobile. Continuum, falls ihr es noch nicht kennt, erlaubt es, euer Windows-Smartphone mit einem Display zu verbinden, entweder über USB-C oder kabellos per Miracast, und es als Desktop zu verwenden. Dabei kommt ein Interface zum Einsatz, das Windows 10 auf dem PC sehr ähnlich sieht. Aber es können darin nur Windows 10 Universal Apps ausgeführt werden. Schließlich läuft das Ganze ja auf dem Smartphone. Das funktioniert mit jedem Miracast-fähigen Monitor oder Fernseher und mit einem Adapter, eigentlich auf jedem Display mit HDMI-Eingang. Das Laptock von HP ist also eigentlich ein Monitor mit Tastatur, Touchpad, einem Akku sowie WLAN und USB-Typ-C-Port, womit das Smartphone verbunden werden kann. Dazu wird die Continuum-App geöffnet, wo das eingeschaltete Laptop direkt als externes Display angezeigt werden sollte. Einmal verbunden könnt ihr euer HP Elite X3, Lumia 950 oder jedes andere Continuum-fähige Windows 10 Mobile-Gerät damit verwenden und euch vielleicht sogar den Laptop sparen. Das Laptop verfügt über ein mattes und außerordentlich helles 12,5 Zoll Full-HD-Display, besitzt eine solide Tastatur, die zwar zum Tippen wirklich gut ist, deren Tasten aber für meinen Geschmack ein bisschen zu leicht zu drücken sind. Das Feedback ist nochmals ein bisschen weicher als beim Notebook mit Chiclet-Tastatur. Das Trackpad ist zudem noch etwas langsam, weil es dafür in Windows 10 Mobile noch keine Einstellungen gibt. Das muss Microsoft auf jeden Fall noch nachreichen. Auch Multitouch wird über das Touchpad nicht unterstützt, sondern lediglich am Smartphone. Das Laptop gibt es ab Oktober zu kaufen, und zwar wird das Elite X3 mit dem Desktop und dem Laptop für stolze 1427 Euro angeboten, beziehungsweise 1199 Euro kosten ohne Mehrwertsteuer. Für die meisten Endkunden zahlt sich das Bundle wohl eher nicht aus, aber für Unternehmen könnte diese Lösung durchaus interessant sein. Sie bietet nämlich einige Vorteile, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glauben mag. Erstmal muss in der IT nur ein Gerät gemanagt werden, und zwar das HP Elite X3, also das Smartphone. So hat jeder Mitarbeiter dasselbe Gerät und keine 3 bis 4 unterschiedliche. Viel wichtiger als die Geräte ist aber die Sicherheit von Daten, welche damit ebenfalls leichter zu gewährleisten ist. Alle Daten hat der Mitarbeiter nämlich eigentlich immer in der Hosentasche. Auch wenn es gestohlen wird, sind die Daten dank PIN-Code und Login per Iris-Scanner gesichert. Da das Smartphone bei den meisten von uns ohnehin permanent mit dem Internet verbunden ist, müssen alle Daten gar nicht lokal gespeichert sein, sondern am Unternehmensserver oder auch in der Cloud. Aber was, wenn ein Unternehmen jetzt spezielle Desktop-Software braucht? Das kann zwar nicht auf dem Smartphone ausgeführt werden, wegen der Prozessorarchitektur, aber dank des HP Workspace können Anwendungen in der Cloud oder auf dem Server des Unternehmens virtualisiert werden. Man öffnet die HP Workspace App, loggt sich ein, wählt ein Desktop-Programm aus und diese wird dann im Prinzip vom Server auf das Smartphone bzw. das angeschlossene Display gestreamt, als würde man das Programm direkt darauf ausführen. Würde ich das verwenden? Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich zu Beginn ein bisschen gezweifelt habe, ob das mit dem Continuum-Feature wirklich einen Sinn hat. Ich habe mir das nicht wirklich vorstellen können, dass das jemand nutzen will. Jetzt, nachdem ich es ausprobiert habe, denke ich, dass Continuum unglaublich großes Potenzial hat, und für meine täglichen Laptop-Aufgaben würde so ein Laptop auch mit dem Elite X3 tatsächlich ausreichen. Denn Word, Excel und Webbrowsen kann ich damit ja auch, und das sogar recht gut. Mir fehlt bislang aber die Unterstützung für Fenster, womit man sicherlich noch produktiver sein könnte. Aber das könnte Microsoft ja irgendwann per Software-Update nachreichen. So, das war's auch schon von mir und meiner kleinen Demo zum HP Elite X3 und Continuum sowie dem Laptop. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.